Jo Leute, willkommen bei House of Sneakers. Mein Name ist Lars. Und mein Name ist Ali. Und heute geht's um den Jordan 3 UNC. I'm just a young nigga, I'm a ball like I'm Kobe. And off this Henny, I'm my OD. If a nigga running up, he better show me. Have a nigga leaking slowly. Man, I'm just trying to put my team on. And broken little shots with that beam drawn. Yeah, you dance just how we have a nigga teeth gone. Hill game, that's something that you can't speak on. I'm from a block where these niggas get locked and go back. With the money that you see ain't legal, it's all trap. All black mask, coat zip it up, he gon' blast. Anybody plotting on me? Richtig clean in diesem Cement. Gray. Das haben die Dreier generell, dieses genau, Elephant Print, genau, beziehungsweise der, diese Form hier. Ja, das ist der Dreier ist der erste, der das mit dem Elephant Print hatte. Weil Tinker hat sich damals gedacht, der 1 und der 2, die kamen nicht so gut an damals. Der 1 ist ja jetzt übelst im Hype. Und der 1 und 2, die kamen wirklich nicht so gut an. Da Jordan war auch kurz davor, bei Nike wieder zu kündigen. Und dann kam halt Tinker, ne? Yes. Und hat dann gesagt, komm, wir machen mal was Neues. Jordan wollte immer mal einen Mid-Cut-Schuh haben. Mhm. Deswegen auch der 3er. Und Tinker dachte sich, komm, wir bringen dem mal so einfach mal ein bisschen Würze ins Game. So. Und hat dann das Elephant Print erfunden. So von meiner Seite aus richtig geil. Auch wie der es gemacht hat. Der Dreier generell meinst du? Ja, aber auch das Elephant Print an sich. So, ja. Wie der darauf gekommen ist, sieht einfach richtig clean aus. Macht den Schuh optisch viel, viel schöner. Klassisch dann das UNC Colorway mit dem Jumpman Air hinten. Die Tongue ist auch schön ausgeschnitten, dass man hinten dieses dunkelblaue nicht sieht. Das ist so ein bisschen OG-mäßig, so ein bisschen Feeling. Ja, und ja ich sag mal kurz was zum Schuh. Ich finde den Dreier mit einer der geilsten Jordans. Meiner Meinung nach der beste ist immer noch der Elver Brad. Viele sagen ja, der Concord wäre der schönste. Können wir mal einblenden, dann könnt ihr mal sehen, was da drauf geht. Aber kurz danach folgt für mich persönlich jetzt der Dreier. Generell, ich finde die Form einfach clean. Der ist nicht zu low. Der ist auch nicht zu high, der ist so einfach, ja, so, ne? Der ist halt clean, einfach so, der passt genau perfekt, den kann man schön mit langen Socken anziehen oder mit Sneakersocken. Oder kurze Hose, lange Hose, ja, ballert clean, überall drauf. Die ist auf jeden Fall, ja, wie findest du das Colorway so? Das ist ja das North Carolina Colorway. Ja, von dem College von Michael. Ja, deswegen auch UNC, das war ja die Abkürzung University of Carolina, UNC. Deswegen heißt der Schuh auch so, weil Michael da auf dem College war, wie du schon gesagt hast. Genau. Das Leder ist auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also richtig tumbled, ne? Also hier an der Seite auch. Ist, als hätte man das direkt von der Kuh abgezogen, so gefühlt. Ne? Ja, schöner Schuh generell. Ja. Es gibt doch noch den Dreier UNC. Nochmal. Der ist schon was älter genau. Als PI. Richtig. Also der wurde damals nur für die College-Leute gemacht. Also sprich nur für die Leute, die da beim College Basketball spielen. Der hat dann hier vorne dieses Logo, ja, dieses UNC-Logo. Der geht momentan bei StockX auch für knapp 4.000-5.000, meine ich. Wir können das mal einblenden, da könnt ihr mal sehen, was da so abgeht. Also ich finde, da ist kein großer Unterschied jetzt. Also an sich ist das Colorway fast dasselbe, nur auf der Zunge ist nur... Kenner, die kennen den Unterschied. Ja, genau. So. Aber so auf der Zunge, da ist auf der Zunge halt dieses UNC-Logo und hier das Jumpman-Logo. Und das sind die Schuhe mal knapp 3.000 Euro mehr wert. Ist einfach fast genauso wie der UNC, der Originale. Ja. Obwohl der ist ja auch original, aber ihr wisst, was ich meine. Was findest du, was sagst du zu der Zunge? Hier innen steht ja nicht Air Jordan drin, sondern bei mir steht Soul drin. Was steht bei dir drin? Hart. Das können wir direkt mal... Das ist auch so ein kleines, Detail, denke ich mal, weil Jordan, der hat immer mit seiner Soul und seinem Heart gespielt, mit seinem Herzen, war ja beim Basketball. Was mir an dem Schuh jetzt nicht so gefällt, ist halt die Außensohle. Ne? Also klar, das Grau und das UNC ist geil, aber dieses Dunkelblaue ist so meins. Hier steht halt Jordan, weil es halt... Wegen Air Jordan hinten auch, ne? Ja, sonst steht da eigentlich Nike Air, wenn man den OG kennt, steht da eigentlich Nike. Ja. Aber an sich geiler Schuh. Also ich finde auch super gelungen. Das Leder ist super, wie du auch schon gesagt hast. Die Zunge perfekt abgekattet, wie vom OG. Würdest du den persönlich tragen? Ich persönlich finde, es gibt noch geilere Colorways beim Dreier, aber ich würde mir den jetzt nicht kaufen. Für wie viel kosten die Dreier? Wie viel haben die? 190 Retail, ja.
gehen momentan so für 2,30. Seitdem Last Dance ja so abgegangen ist auf Netflix, sind die halt so ein bisschen im Wert gestiegen, aber 190 bei Retail, ja. Ja, also ich persönlich würde die vielleicht nicht direkt tragen, du aber schon, oder? Direkt, also direkt. Ohne zu zögern. Jo Leute, das war's mit dem Jordan 3 UNC. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von uns. Und ja. Checkt auch gerne mal unser Instagram ab. Die verlinken wir euch gerne in der Videobeschreibung unten. Da seht ihr noch ein paar so Videos. Stuff und so. Beziehungsweise Stories von uns, die ihr gerne verfolgen könnt. Was ich so trage, was er so trägt. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. So, warte. Okay. Jo Leute, willkommen bei House of Sneakers. Mein Name ist Lars. Dein Name ist Adi. So. Du kannst ja zum Beispiel auch sagen, ja, also, Wer liebt die Kinder? Charlie Waffles.